Willkommen bei den Einhorn Talks. Heute zu Gast mit Miriam bei uns im Wissenschaft im Dialog Hauptstadt Videostudio. Miriam, willkommen. Erzähl doch mal was von dir. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich heiße Miriam Leich, bin 33 und bin verantwortlich für die Kommunikation am Rainer-Lemoine-Institut, kurz RLI, in Adlershof. In Berlin, genau. Verantwortlich, das ist ja so ziemlich viel. Was umfasst das denn? Also was sind deine Aufgaben? Ja, ich sage das immer gerne, ich bin verantwortlich. Ne? Das klingt, als wäre ich die Chefin, aber ich bin halt die Einzige, die es macht. Ich bin eine One-Woman-Show. Das heißt, ich mache alles. Von Webseite über Pressearbeit, Veranstaltungen habe ich eine tolle Unterstützung. Also unsere Office-Managerin, die macht das immer hauptamtlich. Und Social Media und alles, was dazugehört, mache ich. Ganz schön viel, oder? Also und auch doch viel Verantwortung. Und aber du hast eben so schön gesagt, vielleicht ein bisschen lapidar, eine One-Woman-Show. Was ist denn der Show-Charakter daran? Oder was ist da so, ja, warum Show? Naja, Kommunikation ist immer auch ein bisschen Show, ne? Man zeigt sich nach außen, man steht auf einer Bühne. Und ja, das ist viel, wenn man es alleine macht, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir machen ja nicht wahnsinnig viel. Also wir sind jetzt ja dann nicht eine ganze Uni, die total viel abdecken muss, sondern wir sind ein relativ kleines, unabhängiges, gemeinnütziges Forschungsinstitut mit wenigen Forschenden und vielen Studierenden und die auch sehr aktiv und sehr viel unterwegs sind. Und meine Aufgabe ist alles, das halt alles so ein bisschen zu überblicken, zu bündeln und dass wir es schaffen, ein konsistentes Bild nach außen zu geben. So. Und dieses konsistente Bild für jemanden, der jetzt noch nicht so viel von dem Institut gehört hat, was spiegelst du nach außen? Also was sind so die Klassiker, die du kommunizierst? Also das liegt natürlich an unserem Forschungsthema. Wir forschen an erneuerbaren Energien und da so ziemlich an der ganzen Bandbreite der Energiewende. Also von Netzintegration in Deutschland und Ausbau und Simulation ist viel dabei und Modellierung. Das ist so Software, wo man dann irgendwie Modelle und Szenarien errechnet, wie das alles laufen kann, wenn sich das alles ändert mit der Energieerzeugung in Deutschland. Über Mobilität, E-Mobilität ist ja ein Riesenthema gerade, bis hin zu Off-Grid-Lösungen. Das ist dann auf Südseeinseln, die noch gar nicht am Strom sind. Darfst du da auch hinfahren? Ich leider nicht. Aber das ist das Team mit den tollsten Dienstreisen, die Off-Grid machen, ja. Okay. Also wir machen wirklich, wirklich viel. Alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Und das bestimmt dann halt auch das, was ich kommuniziere. Also wir haben Ergebnisse sind halt das, was ich gerade schon meinte, zum Beispiel diese Energieszenarien. Oder wir hatten jetzt gerade ein ganz tolles Projekt in Nigeria, wo Elektrifizierungspläne erforscht wurden, wie man halt die Dörfer und Regionen in Nigeria, die noch keinen Strom haben, an den Strom kriegt, ohne dass man unbedingt das ganze Netz ausbauen muss. Das ist ja furchtbar teuer. Sowas mache ich dann und erkläre das, wie das zustande gekommen ist und warum das toll ist. Und ist Energie ein tolles Thema zum Kommunizieren, so insgesamt? Also man sagt ja immer, ich habe mal für Geoma gearbeitet, da klar, Meeresforschung ist irgendwie so fast so toll wie Raumfahrt und Luft- und Raumfahrt. Aber wie ist es mit Energie? Ist es genauso, was sind da die Herausforderungen? Was ist auch einfach zu kommunizieren? Also ich finde Energie eigentlich sehr dankbar, weil es natürlich ein Zukunftsthema ist. Also klar, Energiewende beherrscht auch die Politik, oder beherrscht sie nicht, aber es ist halt ein sehr prominentes Thema und jetzt E-Mobilität ist auch ein super prominentes Thema. Insofern ist es eigentlich ganz dankbar und ich habe vorher Wirtschaftsforschung schon gemacht. Also ich habe gearbeitet an einem Institut für Wirtschaftsforschung und an einer Hochschule, die sich hauptsächlich so mit Verwaltungs-, Wirtschafts-, Politikwissenschaften befasst hat, also so eher die geisteswissenschaftliche Richtung. Das finde ich tatsächlich herausfordernder, obwohl ich selber natürlich eine Geisteswissenschaft studiert habe. Und da finde ich naturwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche Themen fast ein bisschen dankbarer, weil da gibt es meistens ein klares Ergebnis und einen Weg, wie man da hingekommen ist. Und dann halt ist das ein bisschen einfacher zu kommunizieren. Aber es ist nicht immer einfach. Es ist auch sehr komplex. Ein Beispiel, wo es ganz einfach war und super gut geklappt hat und eins vielleicht, wo du sagst, oh, das ist und bleibt herausfordernd. Super einfach war E-Mobilität. Da haben meine Kolleginnen und Kollegen ausgerechnet, wie viele Ladepunkte Brandenburg noch braucht, bis das Land quasi flächendeckend eine Infrastruktur für zum Laden von E-Autos hat. Das ist relativ einfach, weil das ist eine Zahl. Wir brauchen noch x Ladepunkte und dann ist das Land abgedeckt und sowas wird natürlich auch sehr gerne dann von der Presse aufgenommen. Und schwieriger ist
zum Beispiel diese Energiesystemmodelle, also diese Szenarien, die da errechnet werden, das ist hochgradig komplex. Das sind auch riesige Forschungsthemen. Ich glaube, es laufen gerade, also Forschungsprojekte, die sind riesengroß. Es laufen gerade zwei ganz große, an denen wir beteiligt sind, bundesweit mit über 200 Projektpartnern. Und das ist wahnsinnig komplex und da ist es auch innerhalb der Projekte total schwierig zu kommunizieren, was jetzt die einen gerade machen und die anderen machen. Und alles zusammen soll dann natürlich ein Ergebnis ergeben. Und wie gehst du davor, wenn das so wahnsinnig komplex ist? Also allein 200 Projektpartner, ich meine, du wirst kaum mit jedem von denen sprechen können. Also wie... Muss ich auch. Musst du auch nicht. Aber was ist so dein Erfahrungswert, wenn es um diese Komplexitäten geht? Wie gehst du davor? Also wenn es jetzt ein komplexes Forschungsthema ist und ich soll das irgendwie kommunizieren, dann setze ich mich immer hin und rede mit den Leuten. Habe ich heute Morgen gerade wieder gemacht. Also also bei uns sind auch alle super nett. Und das ist das Schöne, wenn man so ein kleines Institut ist. Man kann halt auch einfach total viel so face-to-face klären. Und dann setze ich mich hin mit den Leuten und sage denen, erklär mir das mal bitte, so dass ich es verstehe. Und dann versuchen die das. Und dann sage ich meistens halt, Moment, das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal genauer erklären? Und hast du da mal ein Beispiel? Und dann machen wir das so lange, bis ich es verstanden habe. Dann schreibe ich es auf, dann gebe ich es zurück. Dann sagen die meistens, na, so war das gar nicht gemeint. An der Stelle hast du mich falsch verstanden oder an der Stelle muss ich dir noch mehr erklären. Und dann spiegeln wir das so zweimal hin und her oder dreimal oder viermal, wenn es sein muss. Und am Ende haben wir meistens etwas, mit dem ich zufrieden bin und der Forschende auch glücklich ist, weil es noch richtig ist. Ja, das hört sich hier ganz gut an. Du hast gesagt, du machst auch Social Media. So wie du das jetzt erklärt hast, würde ich denken, ist es dann so ein Basistext für Pressemitteilungen oder was auch immer, was dann dabei rauskommt. Genau, und gibt es auch jetzt Thema Energie oder euer Institut besondere Formate in der Social Media Welt, die sich besonders dafür eignen oder irgendwas, was du für dich neu entdeckt hast oder was sich bewährt hat? Also da muss ich auch, glaube ich, ein bisschen runterrudern sozusagen. Also wir machen nur Twitter, einfach aus dem Grund, weil wir nicht alle Kanäle abdecken können mit nur mir und wir brauchen es auch gar nicht so unbedingt. Also für unser Institut ist es jetzt nicht primär wichtig, auf Instagram zu sein. Wir twittern und wir twittern, glaube ich, ganz gut und wir twittern auch relativ viel und ich bin sehr glücklich, dass ich ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen ans Twittern bekommen habe. Das heißt, dass unser quasi internes RLI-Netz wird auch immer größer und das funktioniert auch ganz gut. Also, dass man den Forschenden selber so eine Plattform bietet, den ein bisschen an die Hand nimmt und zeigt, wie das geht und was man alles damit Tolles machen kann und dass es auch ein super schönes Ding ist für Konferenzen. Dann kann man sich nämlich mit den Leuten schreiben, die auf der Konferenz sind, wenn man das Hashtag nutzt. Das kam super gut an und funktioniert auch relativ gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir über Twitter Feedback bekommen und teilweise sich auch irgendwelche Sachen ergeben, die sich nicht ergeben, die ich alleine halt in meiner Pressestelle da nicht hätte machen können. Du sagst jetzt, du hast ein paar von deinen Kollegen dazu gebracht. Meinst du jetzt mit Kollegen Presse oder Kommunikationskollegen oder tatsächlich, so hatte ich dich jetzt verstanden, Forscher, die jetzt anfangen, ah cool, nicht schlecht. Und was sind da so die Rückmeldungen, wenn die jetzt damit angefangen haben? Oder ja? Also diejenigen, die sich durchrennen können, das zu machen und die sich dann auch von mir das erklären lassen, die sind eigentlich alle durchweg begeistert. Also entweder ich erkläre es so gut oder die nutzen es so gut, ich weiß es nicht. Manche haben länger gebraucht, um sich zu überwinden, aber die sehen auch alle, glaube ich, den Nutzen, den sie davon haben. Und ganz oft kommen sie dann auch zu mir und sagen, guck mal, ich habe hier was gemacht oder ich möchte jetzt gerne hier ein Foto ranhängen und wie mache ich denn das? Und dann erkläre ich das und dann ist es für alle immer eine sehr schöne ein schönes Ergebnis. Super. Und wenn du jetzt doppelt wärst oder dreifach, also sprich mehr Menschen und könntest mehr machen als Twitter, hättest du da was im Kopf, wo du sagen würdest, ja, das wäre der Kanal, den ich gerne ausbauen würde, hätte ich die Kapazität, haben aber nicht. Also jetzt nur Social Media? Nicht unbedingt. Kommunikation, Wissenschaftskommunikation ist ja recht weitläufig. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass wir auf Instagram, Facebook oder sowas müssen, sondern ich würde tatsächlich gerne einen Blog aufsetzen, wo die Leute vom Institut noch mehr die Möglichkeit haben, ihre Forschung halt auch in einem etwas längeren Text darzustellen und halt auch mal Sachen anzubieten,
packen oder anzusprechen, die nicht nur die Forschung sind. Also wenn ein Thema politische Relevanz hat, dann eignet es sich ja wunderbar, da irgendwie einen Kommentar draus zu machen oder eine Einschätzung oder eine Meinung oder sowas. Das würde ich gerne viel mehr machen, wenn es mich doppelt und wenn es mich dreifach gäbe. Ich schaffe es aktuell tatsächlich nicht, das zu betreuen und die Leute auch entsprechend zu motivieren. Und da muss man ja sagen, schau mal, hier ist gerade ein Thema total akut. Da könntest du doch was zu schreiben. Dann sagen die, ja, würde ich total gerne, aber ich habe auch keine Zeit. Und wenn es dann jemanden wie mich gäbe, der ganz viel Zeit hat, dann könnte man da natürlich stärker unterstützen, sodass der Mensch, der die Wissenschaft macht, die Zeit finden kann oder weniger Zeit dafür braucht. Okay, aber nochmal zurück zu deinen Projekten, die du schaffst, die du machst. Was sind denn da so deine persönlichen, ja, besonderen Momente, wo du sagst, ja, das ist der Grund, warum ich diesen Job gewählt habe und warum ich hier sitze. Und dafür lohnt es sich. Also deine Einhörner, ne? Wir sind ja immer auch so ein bisschen nach dem Magischen auf der Spur von der Wissenschaftskommunikation. Ja, ich wollte gerade fragen, ob das jetzt die Frage nach dem Einhorn ist. Ja, das ist sie. Da habe ich länger drüber nachgedacht. Ich wusste ja, dass die Frage kommt. habe mich auch gefragt, ob sich Magie und Wissenschaft nicht eigentlich ausschließt. Aha, und was war der Gedanke dazu? Warum? Naja, weil die Wissenschaft ja eigentlich immer genau auf der Suche ist, die Magie, also zu zeigen, dass es keine Magie ist, sondern dass es Mechanismen gibt, die da wirken, dass es Naturgesetze gibt und dass es alles einen Grund hat, warum das funktioniert und dass das eben nicht Zauber ist. Mhm. Aber anderes Thema, abgesehen davon, was ist für mich das Magische oder was sind die Momente, wo ich denke, dafür lohnt sich der Job. Es klingt furchtbar egoistisch, aber ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und insofern ist der Job eigentlich ideal für mich, weil ich habe den unfassbaren Luxus, dass ich jeden Tag mit Expertinnen und Experten sprechen kann. Dass, wenn mich was interessiert, dann kann ich da, wenn ich möchte, 5-mal nachfragen und die sind alle lieb und geduldig und erklären mir das. Und wenn ich es verstanden habe, kann ich mich hinsetzen und einen schönen, klingenden, hoffentlich, Text draus schreiben. Und das macht mir Spaß und deswegen mache ich das. Also ich lerne total viel. Und das macht Spaß. Das macht wahnsinnig Spaß. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist ja jetzt mal ein Statement. Aber ich will trotzdem nochmal nachhaken. Du hast eben gesagt, Wissenschaft und magisch, okay, das beißt sich in gewisser Hinsicht. Wir sind jetzt in der Wissenschaftskommunikation und Kommunikation und magisch, finde ich, das ist schon, also oft zumindest, näher dran. Also wo zauberst du denn mit deinen Fähigkeiten quasi aus der Wissenschaft durch Kommunikation? Gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da Klischees bedienen. Go. Also ich als jemand, der eher so aus der Welt der Wörter kommt, und meine Kolleginnen und Kollegen sind halt fast alle Ingenieure, Physiker, Naturwissenschaftler halt. Und man sagt ja immer, denen läge das nicht zu schreiben. Das stimmt für viele nicht, aber es stimmt auch für viele. Also ich bin immer wieder fasziniert und das ist vielleicht magisch, ich weiß es nicht, dass sich Leute wahnsinnig einen abbrechen. Also ich bitte die irgendwie, mir was zusammenzufassen, schreib mir mal irgendwie kurz einen Absatz dazu, kannst mir was schicken und es dauert und es dauert und es dauert und ich frage mich, warum denn? Und gehe hin und frage nach und dann stellt sich irgendwann raus, ja, ich habe schon 5-mal angefangen, aber ich krieg das einfach nicht auf den Punkt, ich weiß es nicht. Und dann mache ich genau das, was ich am Anfang sagte, dann sage ich, okay, dann erzähl's mir, und dann schreibe ich das für dich und dann schreibe ich das auf und ganz oft, wenn es ideal läuft, dann habe ich schon die Rückmeldung bekommen, mein Gott, das klingt das so gut und wie hast du denn das gemacht und das ist ja ganz toll und du kannst das so gut und also jetzt klingt, wie gesagt, hier der Ego-Trip, bin ich unterwegs. Naja, wenn es das Feedback ist, dann ist es das. Also ich glaube, man kann halt mit jemandem, also wenn man sich ein bisschen mit Kommunikation schon beschäftigt hat und ein bisschen Erfahrung hat mit Texten und ja, vielleicht, wenn man auch ein Talent dafür hat, kann man halt auch einfach wirklich helfen. Also Leuten, die gute Gedanken haben, diese Gedanken so auf den Punkt zu bringen, dass andere auch verstehen, dass das ein guter Gedanke ist. So wie ich dich hier erlebe, kannst du aber nicht nur gut schreiben, sondern auch gut sprechen oder präsentieren oder keine Ahnung. Ist das auch Bestandteil von deinem Job, dass du quasi rausgehst und viel erklärst, also fernab von dem schriftlichen, von der schriftlichen Zauberei? Also, dass ich selber rausgehe und das Institut als Sprecherin vertrete, das passiert tatsächlich sehr selten. Also wenn dann halt, also klar, wenn jemand bei uns anruft und was wissen möchte, dann kann ich da schon erklären oder sagen, an wen man sich am besten wenden soll oder wie eine Sache zu verstehen ist. Ansonsten, ja, ich quatsch halt gern. Und ich glaube, es ist auch intern sehr wichtig, wenn man mit Leuten viel zu tun, also wenn man die Einzige ist, die die Kommunikation macht, alle anderen Leute machen das eher nur so,
weil es sein muss. Sprechen kann ja jeder, ne? Schreiben kann ja auch jeder und das muss halt irgendwie nebenbei laufen, dann machen die das nebenbei. Und wenn es jemanden gibt, der so ein bisschen drauf achtet und vielleicht auch ein bisschen drauf hinweist, kann man auch viel in internen Abläufen und halt auch Entscheidungen, die getroffen werden müssen, glaube ich, ein bisschen verbessern. Aber ich hack nochmal ein, weil du es jetzt auch mehrfach schon gesagt hast, dass du wirklich die Einzige bist. Ich finde das ganz schön beachtlich, weil es ja einerseits viel Freiheit wahrscheinlich, vermutlich, aber andererseits auch schade, weil kein Sparing-Partner so zum bisschen austauschen. War das ein Punkt, wo du auch überlegt hast, will ich diese Stelle oder will ich lieber doch Team? Oder ist das was, wo du versuchst, dass du ein Team bekommst? Oder so wie du sprichst, hast du ein ganz großes Team für mich mit den vielen Wissenschaftlern. Wie ist das? Also erstmal muss ich auch wieder zurückholen. Ich habe eine Studentenstellungskraft, die habe ich vergessen. Die ist aber auch nur einmal in der Woche da, die auch super großartig ist. Und ja, das stimmt. Also das Team ist das ganze Institut. Das läuft bei uns so und das läuft bei uns auch, glaube ich, in allen Bereichen so. Also alle fühlen sich ein bisschen verantwortlich, was halt daran liegt, dass wir klein sind und auch noch relativ jung sind, glaube ich. Also das Institut ist 8 Jahre jetzt, glaube ich, alt. Und wie machst du das? Oder wer hat das geschafft, dass die alle so gut zusammenarbeiten? Das haben die alle selber geschafft. Echt? Also du kamst da hin und es hat schon super so funktioniert? Vom Gefühl her, ja. Wir haben eine ganz tolle Geschäftsführerin, würde ich sagen, die das halt auch alles gut führt. Aber ich habe wirklich Glück. Also das ist ein ganz, ganz tolles Team und ganz tolle Leute, die alle auch einfach vernünftig sind und Sachen verstehen und die auch alle ein Interesse daran haben. Das liegt vielleicht daran, dass es das Energiewende-Thema ist, ne? Die sind alle auch, wenn man jetzt böse wäre, können wir sagen, das sind alles so kleine Hippies. Also das sind Idealisten, die forschen daran, weil sie auch wirklich was verbessern wollen in der Welt. Entsprechend haben die auch alle Interesse daran, dass das, was sie erforscht haben, in irgendeiner Weise gut dargestellt und kommuniziert wird und auch wirklich rausgeht in die Welt. Also ich habe nicht das Problem, was viele andere haben oder was man an anderen Institutionen oft hat, dass man einem Wissenschaftler erklären muss, warum es eine gute Sache wäre, doch ein bisschen zu kommunizieren. Das habe ich nicht. Die sind alle voll dabei. Ich habe großes Glück. Cool. Also, dann würde ich dich nochmal bitten, unser Einhorn, ne? Muss ja ein bisschen, ich missachte es manchmal. Es steht hier so da und jetzt wird es mal richtig wichtig. Wenn du dein großes Team, deine Kommunikationsaufgaben oder dein Team in diesem Einhorn beschreiben würdest, einfach mal so, um ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Wer ist der ist die Einhornspitze und warum? Wer sind die Ohren? Wer ist der Rücken? Leg mal los. Okay, soll ich jetzt ein Organigramm von unserem Institut zeichnen? Ja, ist das vielleicht nur so ein bisschen eher so exemplarisch oder keine Ahnung, was fällt dir spontan ein? Was könnte für das Einhorn stehen bei euch? Oder auch in der müssen keine Personen sein. Kann auch die Art und Weise der Kommunikation sein, besondere Momente. Das ist echt schwere Frage. Ich glaube, da ist das Einhorn dann das falsche Tier. Okay, welches wär's denn? Da überlege ich gerade fieberhaft, was so vielleicht so ein muss auch kein Tier sein. Also du hast ja eben gesagt, die sind alle von sich aus sehr energetisch, sehr motiviert, Hippies viel. Ne? Wär's der Hippie oder wär's einfach was Energetisches oder welches oder ein anderes Fabelwesen? Das ist echt schwer. Also ich würde uns als Institut vielleicht einfach als einen lebenden Organismus, könnte man uns vielleicht bezeichnen, wie auch immer der aussieht. Vielleicht eine Tiefseeschnecke oder sowas. Es ist bei uns tatsächlich alles, also die Startups werben immer mit den flachen Hierarchien. Das ist bei uns auf jeden Fall auch so. Also man kann sich halt aufeinander verlassen und das ist einfach ein gutes Teamarbeiten. Hört sich so an, als ob jeder gerne bei euch arbeiten würde. Super. Aber warum Tiefseeschnecke? Ich habe gerade so eine im Kopf, die so wabert, also so ein Organismus, habe ich mir halt gedacht, wie sieht sowas aus, keine Ahnung, vielleicht unter Mikroskop findet man die eher als in der Tiefsee, ja. Und welche Farben? Blau. Warum? Weil unsere Institutsfarbe blau ist. Und Glitzer ein bisschen, oder? Tatsächlich nein. Nein? Okay, warum nicht? Moment, jetzt wegen Einhornglitzer, oder? Ich würde es mir mit Glitzer vorstellen, aber ich will ja eigentlich wissen, was du denkst. Na, es sind immer noch Naturwissenschaftler, ne? Also es ist... Ach so, und ich habe den blauen Planeten geguckt. Und da unten sind so viele Glitzer und Lichterdinger, da kam ich, glaube ich, drauf. Okay, vielleicht ist das Bild auch einfach schief. Okay,
Wollen wir mit dem schiefen Bild einfach enden? Nee, schiefes Bild enden ist nicht gut vielleicht. Gut, dann rück's mal gerade. Vielleicht können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, wenn man kommunizieren, egal was man tut, im Team ist es schöner als ohne. Und wenn man kommuniziert und dann weiß, man hat ein Team im Rücken, das einem den Rückhalt gibt, dass man die Arbeit, die man alleine macht, auch gut machen kann, dann läuft's. Und dann ist es auch ein bisschen magisch, auch wenn es Naturwissenschaften sind und auch wenn es jetzt nicht, wenn das Bild des Einhorns in dem Fall nicht passt. Auf jeden Fall. Miriam, vielen Dank für diesen gewagten Ritt mit dem Einhorn oder auch nicht in die Welt deines Instituts und deine Arbeit. Und damit gebe ich zurück ans Netz und sage Tschüss von diesen Einhorn-Talks. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Thank you.